Der 8. März ist Weltfrauentag. Christine Bantag, Galeristin Row 34 in der Rosäckelstraße Bruck an der Mur, hat bewusst diesen Tag für eine Vernissage gewählt. Denn die Künstlerin Susanne Ebner ist ein Paradebeispiel, nämlich Beruf als Architektin, Familie und Kunst in Einklang zu bringen. Ihr beruflicher Werdegang passt genau zum Weltfrauentag. Sie hat Architektur studiert. Vor 70 Jahren, wo der Frauenanteil ganz gering war, kaum 10%. Der Frauenanteil an Architekturstudentinnen zurzeit ist über 50%. Und in besseren Positionen sind keine 10% Architektinnen. Frank-Peter Hofbauer, selbst international anerkannter Maler und Künstler, hat Susanne Ebner schon in seiner Jugend als Architektin gekannt und ist daher prädestiniert für die Laudatio. Die Frau Diplom-Ingenieur Susanne Ebner ist eine sehr bekannte Kapfenberger Künstlerin und Architektin, die allerdings vor einigen Jahren aufgehört hat, wieder zu arbeiten, aus verschiedenen familiären Gründen. Und die relativ spät erst zur Kunst gekommen ist, obwohl sie vorher als Architektin in Kapfenberg sehr aktiv war. Sie hat beim berühmten Ferdinand Schuster, beim Professor Diplom-Ingenieur-Architekten, mitgearbeitet und hat dort mehr oder weniger viel in Kapfenberg architekturmäßig bewegt. Und hat aber erst mit 50 Jahren begonnen, das, was sie am Reißbrett entworfen hat, später dann in Kunst umzusetzen, in der Landschaftsmalerei, vor allem in der Aktmalerei, das besonders wichtig ist für sie, hat viele Techniken erlernt und hat mit vielen verschiedenen Techniken ihre Bilder gestaltet, so wie man hier in dieser Ausstellung auch sehr gut sehen kann. Ich habe als Kind schon gern gezeichnet und als ich meine Befugnis als Architekt bei der Ingenieurkammer zurückgelegt habe, war mir dann langweilig. Und dann habe ich wieder begonnen, zeichnerisch zuerst einmal zu arbeiten. Ich habe Kurse besucht, Seminare von Professoren, von Berühmten, damit ich die Techniken lerne. Also das heißt, ich habe 10 Jahre gelernt und dann habe ich gearbeitet selbstständig. Sie haben unter anderem auch die Aktmalerei in Ihr künstlerisches Wirken aufgenommen. Was war der Grund? Ja, das kann ich gar nicht so genau beantworten. Das hat sich auch aus den Seminaren ergeben, wo wir auch die Modelle gehabt haben, nicht? Denn was hätte ich ohne Modell gemacht aus der Fantasie? Das geht nicht. Allerdings natürlich, man hat für eine bestimmte Arbeit dann später eine Skizze angefertigt. Also nicht technisch gezeichnet, sondern freigezeichnet. Ich habe immer Modelle gehabt, männliche, weibliche. Das hat sich ergeben in den Seminaren. Das war sehr angenehm. Der Weltfrauentag ist ein wichtiger Tag natürlich und die Künstlerin, die heute da ist, verkörpert das, glaube ich, zu 100% eine Dame, eine wirkliche Dame, die schon im gesetzteren Alter ist, heute ausstellt und wirklich wunderbare Bilder hat in der Galerie von der Frau Bantag. Das ist sehr, sehr schön und dafür bin ich sehr, sehr gern gekommen. Bis 6. April 2024 sind die Werke von Susanne Ebner in der Galerie Row 34 in der Rosäckerstraße Bruck an der Mur zu sehen. Nach einem Jahr Bauzeit ist es nun soweit. Die Fernwärmeanlage in Kindberg wurde am 8. März offiziell eröffnet. Das Projekt, welches in Zusammenarbeit mit den Projektpartnern Voestalpine Tubulas und BWG Biomasse Fernwärme GmbH realisiert wurde, versorgt nun rund 500 Haushalte und öffentliche Gebäude mit klimafreundlicher Wärme. Bürgermeister Christian Sander betonte in seiner Ansprache die Bedeutung des Projekts für die Stadt Kindberg. Herr Bürgermeister, heute ein großer Tag für die Stadtgemeinde Kindberg, Eröffnung der Bioenergie.
Ja, ein Freudentag für einen Bürgermeister, Fernwärme. Und das in Hinkberg zentral, sind wir ja schon durch, über den Angerweg, schwierige Baustelle gewesen. Aber mit der Firma Bioenergie und mit dem Land Steiermark lasse ich das machen. Und innovativ sind wir ja auch mit der Voestalpine Abwärme von Drehardhofen, ist auch inkludiert in der Fernwärme. Ich bin stolz und ich freue mich auf den weiteren Ausbau Fernwärme in Hinkberg. Herr Bürgermeister, wie wird das weitergehen und wann ist geplant, fertig zu sein? Ja, fertig ist man eigentlich quasi auch nie, weil man in die Siedlungen hinausgeht. Wir planen ja Richtung Mürzhofen, wir planen noch Richtung Wartberg, alles ist ein Thema. Aber jetzt kommen die Siedlungen in Kindberg dran, wir machen den Angerweg fertig, wir gehen hinaus zum Hilitech, wir verbauen dann bis Haresdorf und die Bahnhofsiedlung ist auch heuer noch dran, also heuer auch ein sportliches Programm. Eine wichtige Frage, die viele Kindberger bewegt, man fährt ja sehr oft über den Angerweg. Momentan ist das ja eher eine Berg- und Talbahn, wie geht es hier weiter? Ja, wir haben dort Setzungen, das ist bewusst jetzt da auch so belassen worden. Die wird natürlich noch verdichtet, da kommt eine neue Asphaltschicht drauf. Ein paar Einfahrten müssen natürlich niveaumäßig dort so bleiben. Das heißt, ein bisschen bergert wird es bleiben, aber grundsätzlich wird es natürlich viel ebener. Mit dieser innovativen Lösung wird nicht nur die Umwelt geschont, sondern auch die lokale Wirtschaft gestärkt, indem Arbeitsplätze geschaffen und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduziert wird. Also ich freue mich riesig, dass ich heute auch bei der Eröffnung dieser Anlage mit dabei sein kann. Der Spatenstich liegt ja erst 2 Jahre zurück. Und da sieht man natürlich auch, wie ernst gemeint dieses Vorhaben war und wir heute in dieser Anlage stehen können. Die Bedeutung ist eine mehrfache. Zum einen bedeutet diese Anlage, dass wir etwas für den Klimaschutz tun, weil wir andere Energieträger verwenden als Öl und Gas. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Zum Zweiten bedeutet es auch, dass wir unabhängiger werden, unabhängiger vom Ausland, dass wir in der Lage sind, auch selbst Wärme und Energie herzustellen und damit einen großen Schritt machen, was die Versorgungssicherheit und auch die Preisstabilität der Energie betrifft. Und zum Dritten ist es ein gutes Symbol dafür, dass wenn wir miteinander arbeiten, das Land, der Bund, die Gemeinde, aber auch Betriebe und die Industrie, dass wir etwas ganz Wichtiges auch voranbringen. Und das ist die Bedeutung dieser Anlage. Herr Jakob Edler, Geschäftsführer der Bioenergie, wie hat das Ganze begonnen? Hat begonnen mit einem Kooperationsvertrag mit der Voestalpine. Voestalpine als Industriebetrieb hat Abwärme am Standort und wir sind ein Abwärmespezialist und haben schon viele Industriebetriebe dabei geholfen, diese Abwärme nutzbar zu machen. Und so sind wir mit der Voestalpine ins Gespräch gekommen und da muss man jetzt wirklich sagen, da ist ein großer Vertrauensvorschuss uns entgegengebracht worden, weil wir koppeln direkt beim Herzstück der Voestalpine, nämlich beim Drehherdofen, dort wo sozusagen die Rohre ihren Ausgang nehmen, wo die Metallstücke erhitzt werden. Dort können wir diese Abwärme auskoppeln und diese Abwärme kommt dann zu uns herüber und wird hier in den Pufferspeichern, die wir hinter dem Heizwerk sehen, eingespeichert und geht dann von da weiter zu den Kunden. Wie ist der Plan? Wie viele Anschlüsse und wie viele Haushalte werden Sie bedienen können? Also wir können den inneren Ortskern von Kindberg eigentlich zur Gänze versorgen. Wir sind jetzt über den Angerweg eigentlich durch ganz Kindberg schon durch, sind schon am nördlichen Ende von Kindberg und wir können aber auch Richtung Aumühl hinunter, das kann man sagen, von Aumühl bis ins Gewerbegebiet von Kindberg, im Norden von Kindberg, können wir eigentlich zur Gänze erschließen. Die Fernwärmeanlage in Kindberg ist ein beispielhaftes Projekt für die Energiewende in Österreich. Sie zeigt, wie mit innovativer Technologie und einer starken Partnerschaft eine klimafreundliche Wärmeversorgung für die Zukunft sichergestellt werden kann.